Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei einem sehr spannenden Thema. Es geht um Strahlenschutz bei Kindern und bei Babys. Ja, und wer mein heutiger spannender Gast ist, erfahren Sie gleich nach dem Intro. Also bleiben Sie unbedingt dran. Bis gleich. Willkommen zurück und herzlich willkommen, lieber Atish Widmer von WaveSafe. Hallo Fabian. Ja, schön bist du da. Und ja, auch super wichtig, widmen wir uns noch der nächsten Generationen, unseren Kindern und Babys, die, ich nehme an, genauso diesen Strahlen ausgesetzt sind wie wir. Würdest du sagen, jeder braucht den Schutz, Erwachsene wie genauso Kinder, oder brauchen Kinder vielleicht sogar noch mehr Schutz? Eigentlich braucht jeder den Schutz, ja. Weil jeder ist dem ausgesetzt. Früher oder später kann es der Körper nicht mehr ausgleichen und kommt irgendeine Krankheit, irgendwo, irgendwas. Kann schwach sein, kann schlimmer sein, kann sogar sehr schlimm sein. Und Kinder sind ja noch im Wachstum, dass die Zelle ist sich noch am Ausbilden, am Vermehren. Und wenn da diese Funkstrahlen da eingreifen, dann kann das extrem frühe Schäden schon geben. Das wissen wir ja noch gar nicht eigentlich, weil das kommt erst 20, 30 Jahren, wissen wir, wie die junge Generation von heute, wie gesund das die sein wird. Ja, ich hoffe, die wird trotzdem gesund sein, weil wir sehen ja, was für Schäden und schlimme Krankheiten, dass die Strahlen verursachen, nur schon mit unseren Kunden, die wir haben, die uns täglich anrufen und zu uns in den Laden kommen und eine Stunde lang zuerst erzählen, wie schlecht das ihnen geht, wie schlimm das es ist und so weiter und so fort. Und da muss man ja, das kann nicht nur sein, dass bei den Kindern das genau die gleichen Schäden oder die gleiche schlechte Einwirkung hat. Und wir haben sogar jetzt ganz eine neue Kundin, die kommt mit ihrem Sohn, der ist absolut hyperaktiv, unglaublich. Der springt da im Laden herum, kommt nicht zur Ruhe. Und der hatte nicht mehr geschlafen, es war eine Katastrophe. Wow. Die Frau wusste nicht mehr weiter. Dann ist sie in den Laden gekommen, hat sich einen Baldachin gekauft. Und sie kommt fast jeden Tag in den Laden und holt wieder was Neues. Sie sagt, es sei unglaublich, es sei wie ein Wunder. Das Kind schläft wieder durch und ist viel ruhiger geworden. Es ist unglaublich. Ja. Also echt. Und sie inspiriert uns jetzt auch, richtige Kleidungsstücke für Kinder noch herzustellen. Weil wir haben dann festgestellt, das ist jetzt für Babys. Aber das ist Babyunterwäsche, also so Bodies. Aber wir haben auch T-Shirts für Kinder. Aber man sieht halt, weil das ist mit Silber durchzogen und das glänzt so. Ja. Und die Kinder ziehen das nicht an, weil die wollen nicht, dass andere Kinder sehen, dass sie so was Komisches anziehen. Ja, weshalb hast du so komische Unterwäsche an und so weiter? Beim Turnen, dann, wenn sie sich ausziehen müssen, dann sehen sie das. Und das ist ein Problem, das haben wir festgestellt. Und mit der Dame jetzt, die hat uns dann, wir haben das hin und her angeschaut, was wir jetzt da machen sollen. Und wir werden jetzt so Hosen herstellen, solche aus diesem Edelstahlstoff. Ja. Das ist wie dieses da, der Stoff, da sieht man es nicht. Ja, genau. Es ist ein bisschen rau, aber man sieht es nicht. Dann machen wir ein Poloshirt. Mit so Modal, das sieht man auch nicht. Und das ist jetzt ein neues Projekt. Und ich denke, das wird, bis die Sendung raus ist, haben wir das. Ah, super. Und jetzt vom Prinzip, ich meine, auch Babys, vor allem, das ist jetzt ein Schwangerschaftsgürtel. Ja. Der ist das mit Ihnen, mit unser Stoff, das heißt HiSafe. Der ist auch elastisch und der schützt 50 Dezibel bei bis zu 3,5 Gigahertz oder noch weiter, bis zu 5 Gigahertz ist immer etwa 50 Dezibel. Wer sich da auskennt, sieht, weiß, dass das ein guter Schutz ist. Und wir empfehlen halt, dass sich schwangere Damen so mit diesem Schwangerschaftsgürtel schützen. Aber dann immer unbedingt auch noch Unterwäsche drunter und drüber auch noch was. Nicht nur den Schwangerschaftsgürtel und meine, ja, mein Baby ist ja jetzt geschützt, mir macht das ja nichts. Das wäre eine falsche Einstellung, weil wenn man sitzt oder vielleicht im Zug oder irgendwo, da kommen die Strahlen von unten her auch und das kommt natürlich von unten rein
Und deshalb müsste man dann auch Panties anziehen oder Hosen oder und auch vor allem auch oben, dass man sich halt ganzheitlich schützt und dass man das Baby schon von Anfang an vor diesen Strahlen schützt. Ich meine, wir sehen ja Mütter oder Schwangere, die mit ihren Handys die ganze Zeit, ja, und die haben ein Kind auf dem Arm, mit dem anderen sind sie mit dem Handy am Telefon und so weiter. Also es ist, man kann es nicht zuschauen. Und eine Einrichtung ist diese Babyüberwachung. Da habe ich mich ein bisschen erkundigt, wie diese strahlen. Und da habe ich dann gefunden, so strahlt wenig. So ein Anbieter strahlt wenig. Ich habe mir dann eins gekauft und habe es gemessen zu Hause. Und ich habe jetzt ein Video gemacht, wie das aussieht. Die Strahlen sind jetzt nicht absolut hyperschlimm, aber trotzdem weit über dem, was es sein dürfte, weit darüber. Schauen wir uns das gleich an. Können wir das mal anschauen, ja. Das ist jetzt die Situation ohne Babyphone. Das strahlt nichts. Das Blinken ist einfach, dass das Gerät an ist. Das ist jetzt das Babyphone, die Kamera. Das hätten dann die Eltern bei sich. Und Sie sehen jetzt, wie das ausschlägt. Das geht bis zu 1000 Millivolt pro Meter. Und das hat man dann immer bei sich, oder? Damit man immer Kontakt hat mit dem Baby überall. Also man bestrahlt sich konstant mit dieser Kamera. Und das andere, ich habe es jetzt wieder abgestellt. Und das sagt jetzt wieder hoch. Es ist weg. Ja. Und das andere ist die Kamera, das da, das kleine. Das hat man dann beim Baby. Mhm. Es steht zwar schon, man soll es, glaube ich, einen Meter vom Baby weghalten, aber das strahlt. Ich habe es dann gemessen, die ganze Wohnzimmer war. Und das macht dann, so einen Ton macht das. Dieser Ton kommt von diesem Bluetooth-Mikrofon. Wow. Aber so einen Ton macht das auch, wenn man es hören würde. Es könnte sogar sein, dass Babys das hören, weil die haben ganz feine Ohren. Die hören Frequenzen, die für uns völlig unhörbar sind. Das kann sein, das weiß man natürlich nicht. Und somit, wenn man dann ein Baby so überwacht, dann bestrahlt man das schon von klein auf. Ja. Und das ist dann gar nicht zu empfehlen. Ja, extrem, wie das Ganze so strahlt. Langsam kommt mir vielleicht eher so eine philosophische Frage auf. Sagen wir, jemand informiert sich schon vor der Schwangerschaft, schützt sich während der Schwangerschaft, schützt das Baby, schützt das Kind mit Kleidung und alles. Und nachher gibt es die Situation, gut, es zieht aus und es schaut selbst nicht mehr für all diese Schutzsachen. Es ist jetzt total ausgesetzt vor dem, was vorher eher geschützt war. Kann es sein, dass solche Menschen eher sensibler drauf dann reagieren, weil sie sich, ich behaupte mal, wie nicht gewohnt sind von klein auf? Das kann ich nicht beantworten. Das auch eher philosophisch tatsächlich nicht. Es ist eine gefährliche Frage, wenn man jetzt denkt, das würde eigentlich heißen, dass wenn man sich schützt, dass man empfindlicher wird. Aber das stellen wir nicht fest. Mhm. Wir stellen im Gegenteil fest, wenn es einem einmal erwischt, so quasi, mit dieser Elektrosensibilität, dann wird es immer schlimmer. Wir kennen Menschen, die müssen 3-4 Lagen anziehen, dass sie sich überhaupt noch in der Welt bewegen können. Wow. Am Anfang war es noch nicht so schlimm. Aber klar, die Strahlung wird auch immer mehr. Das muss man auch sehen. Klar, das ist so und so. Aber trotzdem, also es ist wirklich zu empfehlen, von Anfang an prophylaktisch sich zu schützen. Wir haben eine Kundin, sie hat viele Kleider gekauft, Baldachin. Sie hat dann gesagt, ja, sie sei denn jemand, der überlebt das alles. Sie wird dann alt, weil sie sich jetzt dann schützt. Ja. Das ist die Einstellung von unseren Kunden zum Teil. Ja, sehr schön. Ja, ja. Und wir sehen das halt auch bei den Kindern, oder? Wir kennen jetzt zwei oder drei hochsensible Menschen. Einer ist Ueli Weiner, eine Dame ist Rebecca Meyer, Sie kennen, das ist bekannt vom Verein für Schutz vor Strahlung. Und beide hatten ein Zuhause früher als Kinder und da war der Vater ein Funkspezialist. Und die haben gefunkt, auch hobbymäßig, vor allem Ueli Weiner, extrem. Die haben da rumgefunkt und deshalb ist er elektrosensibel geworden. Ah, durch diese hohe Belastung. Durch diese hohe Belastung. Ja. Und das beweist eigentlich, dass,
dass der Körper dann einfach zusammenbricht. Ja. Und dann kann er keinen Funken mehr aushalten. Ja, es ist echt spannend, mal noch diese Seite zu hören. Ja, eben. Ja, ja, deshalb die Frage da, oder? Ist schon, also das Schützen ist definitiv das Beste. Man muss nicht Angst haben, ja, dann kann mein Kind später die Funken nicht aushalten. Das ist eigentlich eine falsche Einstellung. Mhm. Und wenn man mit dem Kind das bewusst mitgeht, auch zum Beispiel, genau, das ist so eine Studie, die habe ich gerade jetzt kürzlich gelesen, da hat jemand in Japan eine Studie gemacht. Die haben die Zeiten, wo Babys an Monitoren verbringen, verglichen. Monitoren, das können Babyüberwachungen sein, vor allem können es Handys sein, Tablets sein, Computer sein, diese Computerspiele, alles ja, was so eben, Bildschirme sind. Die haben das verglichen. Und zwar, die haben Babys, die pro Tag eine Stunde ausgesetzt waren und Babys, die 3 bis 4 Stunden ausgesetzt waren. Und die Babys, die 3 bis 4 Stunden ausgesetzt waren, haben mit 2 Jahren haben die zum Teil 4-fach ein größeres Risiko gehabt, dass sie grobmotorik schlecht sind. Grobmotorik sind Hände, Füße, ja, bewegen. Feinmotorik schlecht sind, das ist dann mit den Händen was zu fühlen und zu ertasten. Und auch kognitiv, also Kommunikationsprobleme haben, nicht mit der Mutter kommunizieren, lächeln oder reagieren auf äußere Einflüsse. Und die Risiken waren 2 bis 4-mal höher, dass das alles verschlechtert wird. Und das ist mega fatal. Also das ist extrem. Ja. Und dann mit 4, ja, es wird dann noch schlimmer. Und eigentlich verblöden, auf Deutsch gesagt, die Kinder mit der Zeit. Wenn sie nur noch am Handy rumtippen, da verliert alles. Ich habe eine Heimerzieher-Ausbildung gemacht. Ja. Hier in Rorschach. Ah, okay. Und da haben wir gelernt, dass das Wort begreifen, das kommt wirklich vom Greifen. Mhm. Man weiß ja, Babys, die greifen alles an und nehmen es in den Mund. Und das ist der Grund, weshalb sie wollen, wie ist das gemacht? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Und so lernt das Baby in der Welt sich zu bewegen, weil es lernt zu begreifen. Ja. Etwas, ob es jetzt innerlich begreifen ist oder äußerlich begreifen, ist begreifen. Aber mit dem Handy rumtippen, da begreift man gar nichts. Nicht viel. Also ja, wenn wir gerade so, bei diesem Thema sind, wir haben auch schon ein Kleinkind erlebt, das wollte im Bilderbuch, wollte es das Bild größer machen. Tatsächlich. Ja, ist ja verrückt. Also es ist halt etwas schwierig. Man will in der Technologie ja immer weitergehen. Es gibt ja auch Schulklassen, so Pilotenklassen, die jetzt ausgestattet sind. Jeder Schüler mit einem Tablet, der Unterricht findet so statt. Verstehe ich auf der einen Seite, es geht ja weiter, aber die andere Seite, was das für die Gesundheit noch macht. Ja, das ist Wahnsinn. Die Funk, oder? Die ganzen Schulen sind völlig mit WLANs ausgerüstet. Wir haben Kunden auch, die waren Lehrer, Lehrerinnen, die haben ihren Job verloren zum Teil, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben. Oder dann, wir haben auch Lehrer, die sammeln alle Handys ein. Und die haben da so eine Tablet-Tasche, wir haben so Taschen, die sind voll abgeschirmt, da müssen alle Schüler ihre Handys da reinpacken und dann da gibt's kein Handy während der Schulstunde. Und das macht Sinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Macht auch sicher was mit der Konzentrationsfähigkeit. Ja, oder? Klar. Ja, ja. Und vor allem auch diese Hyperaktivität. Und wir stellen auch fest, diese ganzen Strahlen machen die Leute auch wie ungeduldig. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich merke das auch im Verkehr, die Leute sind so ungeduldig. Ein bisschen was kriegt man gerade einen Hub und so. Ich fahre ein bisschen langsamer jetzt schon, bin nicht mehr so jung und da muss ich aufpassen ein bisschen mehr. Aber wenn ich da mal ein bisschen nicht so genau weiß, wo es lang jetzt geht, bang, kriegst du einen. Ja. Und das ist von mir aus gesehen, das gehört auch dazu. Man ist auch viel weniger tolerant sich den anderen gegenüber. Man hat keine Geduld, man ist immer im Stress. Ja, genau. Und der Stress kommt von innen auch, nicht nur von außen. Der kommt von außen, vom Funk. Ja, aber genau, der macht dann innen diesen Stress auch wieder. Und der verdoppelt den Stress, den wir sonst schon haben. Klar haben wir Stress. Alles ist viel schneller. Alles muss zack,
gehen. Bei mir ist es auch so. Mir geht es auch so, oder? Ich schreibe E-Mails hunderte am Tag. Es muss alles zack, zack, zack sein. Aber wenn dann der Funk auch noch dazu kommt mit dem Inhaltsfunk, dann bricht es dann zusammen, dann hat man keine Geduld mehr. Ja, irgendwann ist zu viel. Dann auch nicht mehr freundlich zu den anderen. Und ja, das ist schon. Wir haben auch Kunden, die haben bei ihrem Arbeitsplatz, sie haben sich ein Messgerät gekauft, die wollten bei ihrem Arbeitsplatz die Strahlung messen. Die haben dummerweise den Ton angestellt. Da kam der Chef zufälligerweise, was machen Sie da? Der hat fast die Stelle verloren. Das geht Sie nicht an. Sie haben da nichts zu messen bei uns. Und das gehört alles dazu. Mhm. Und dann, die wollten die Mitarbeiter auch ein bisschen aufmerksam machen darauf, auf keinen Fall. Und wir hatten schon Kunden, die haben mir erzählt, sie wollen im Geschäft messen. Ich habe denen gesagt, immer ohne Ton. Ja, und versteckt. Sonst kriegen sie Probleme. Oder wir, ja. Also ja, die ganze Funkwelt ist schon eine Welt für sich irgendwie. Auf jeden Fall. Ja. Du hast ja da zum Glück auch Lösungen, diese ganzen Kleider, die du schon gezeigt hast anfangs. Kannst du mir erklären, wie dieser Schutz funktioniert? Du hast ja mal noch gesagt, es hat das Silber eingearbeitet. Aber genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ich kenne mich da null aus. Ja. Gut, das sind jetzt zwei verschiedene Stoffe hier jetzt. Das ist ein Babyschlafsack. Ja. Das ist Swissschild Baumwolle, das ist Baumwolle mit Kupfer. Ja. Und das schützt sehr gut. Und also ist das grundsätzlich Baumwolle und da wurde Kupfer wie eingearbeitet? Genau, das ist verwoben mit Kupfer. Ja. Ist ein langsamer Prozess, also es dauert wie lange dauert es jetzt schon wieder? Was hat er gesagt? Kilo. 10, genau. Für ein, weiß ich nicht mehr. Naja, jetzt habe ich es vergessen. Ist ja egal. Auf jeden Fall dauert es lange, das zu weben. Also wir warten für 500, für 2000 Meter, das sind 500 Kilo Stoff. Ja. Das dauert etwa ein halbes Jahr, bis das Garn gemacht ist. Und erst dann kann man es weben. Das Garn ist das Ding. Und das ist ein Teil. Das andere, das ist halt nicht dehnbar. Mhm. Deshalb ist es einfach ein Schlafsack. Das andere, das ist Biobaumwolle mit Silberfäden durchzogen. Das ist Polyamid. Mhm. Und das Polyamid ist umwickelt mit Silberfäden, weil Silber ist das weichste Metall so. Und eignet sich sehr gut zum Schirmen von Funk. Ja. Und deshalb ist dann auch dehnbar. Oder man kann Unterwäsche oder Babys, es muss dehnbar sein, sonst das funktioniert sonst nicht. Ist das vor allem wegen der Dehnbarkeit das Silber oder hat Silber auch mehr Schutzfunktionen wie jetzt Kupfer? Oder ist das wirklich nur von der Elastizität? Ich glaube, es ist von der Elastizität. Ich glaube, das Kupfer ist zu hart, das geht nicht, sonst würden die Hersteller das schon mit Kupfer machen. Ja. Aber das Silber eignet sich jetzt am meisten. Und klar, man muss dem Baby schon drunter noch was anziehen, mal ganz dünne Unterwäsche. Jetzt würde ich das nicht direkt auf dem Körper tragen. Ist auch wegen Silber oder vor allem hält es dann auch länger. Man sollte es nicht allzu viel waschen. Es riecht zwar nie, weil es hat antibakterielle Wirkung auch noch. Ja, genau. Aber trotzdem, jedes Waschen ist eine Belastung für das Silber und mit der Zeit würde es den Schutz verlieren. Auch der Schweiß, der kann das Silber zum Oxidieren bringen. Aber wenn man vorsichtig damit umgeht, dann hält das schon vielleicht 2 Jahre. Also klar, meine Babys, die wachsen darüber. Ja, die wachsen viel schneller. Das ist klar. Aber somit kann man schon von klein auf die Babys schon schützen. Kinder auch. Für Kinder haben wir Leggings bis zu 12 Jahren für unten durch. Mhm. Unter T-Shirts, also T-Shirts und Unterhemden und so weiter. Und klar, da finden wir jetzt keine andere Lösung im Moment für Unterwäsche, weil man es halt sieht. Ja. Aber wir haben auch schon Kunden, die Kinder, die sind sich dem voll bewusst, das ist ihnen völlig egal, die ziehen jetzt das an und die fühlen sich auch sehr wohl. Wir hatten schon Kunden, die sagen, ja, der zieht das nicht mehr aus, der will das immer anhaben, oder? Ist ja kein Wunder, weil der fühlt sich sofort anders. Die Kinder spüren das natürlich. Und
Ja, so sind wir auch immer wieder am Forschen und am neu ausprobieren, was dann passen soll. Es soll ja auch schützen und so weiter. Und ja, es ist eine Herausforderung. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Aber es ist auch schön, weil wir so viele Kunden haben, die sagen, zum Glück gibt es euch. Ja. Die sind so dankbar. Die sagen, oh, wenn es euch nicht gäbe, was würde ich machen? Das ist schon für uns natürlich ist ein schönes Erlebnis. Wenn, ja, dann lohnt sich dann der Aufwand und der Stress. Ja, das ist schön. Vor allem auch die Geschichte, die du eingangs erwähnt hast mit diesem hyperaktiven Jungen. Ja. War ja fast die letzte Möglichkeit, was da die Mutter noch versucht hat. Das in den Griff zu bekommen. Ja, und jetzt kann er schlafen, ist alles gut. Ja. Schön. Er ist immer noch völlig, ich meine, wenn er in den Laden kommt, der springt da rum, das ist ja unglaublich. Der hat sowieso, der hat eine wahnsinnige Energie, von Natur aus schon, oder? Das ist schon klar. Aber wenn das dann noch dazukommt, dann überbordet es. Ja. Da kommt schnell mal der ADHS-Stempel, ja, oder? Genau, ja. Ja, schön. Wenn man noch schauen will, was es sonst noch alles für Produkte gibt, zum Anziehen, zum Schlafen, für Schwangere, für Kinder, wo kann man das überall noch nachschauen? Ach so. Ja, bei uns auf der Webseite wavesafe.ch, wavesafe.com für die EU. Es gäbe auch natürlich Baldachine. Das ist natürlich perfekt für vor allem für Eltern mit Kindern. Wir können auch Baldachine nach Maß machen, größer, damit das Babybett vielleicht auch noch Platz hat da drinnen und so weiter. Also da sind wir auch völlig flexibel. Und wir hatten früher auch Baldachine nur für Kinderbetten, aber da war kein Interesse da. Es ist halt auch nicht so billig kosten, so, das war so um die 1000 Franken rum. Aber jetzt hatten wir wieder mehr Fragen, Anfragen dafür, weil das Thema wird jetzt immer brisanter. Und ja, da sind wir offen, wir finden immer Lösungen. Das ist schön. Ja, wir haben. Super. Ich danke dir, dass du hier warst, lieber Adi. Danke auch. Ja. Ja, und Ihnen wünsche ich schöne Entspannung, nicht zu viel Stress und auf Wiedersehen miteinander.